Sind wir einfach in Nürnberg oder was? Schon wieder. Special Guest ist mit dabei, ihr habt es wahrscheinlich schon in der Thumbnail gesehen. Wir sind jetzt in Nürnberg, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Also die Sache ist, ich war noch nicht oft in Nürnberg. Omid hat mir irgendwas gesagt, lass mal am Plärer treffen oder Plärer. Woher soll ich wissen, wo der Plärer ist als allererstes? Zweitens, hier gibt es kein Uber, hier gibt es kein Schernau, hier gibt es ja gar nichts. Grüß dich, Chef. Hallo, grüß Gott. Ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, ich muss zum Plärer. Plärer, wie heißt das? Plärer. Plärer, ja, aber Straße gibt es genau. Nee, er hat einfach gesagt, lass am Plärer treffen. Okay, Plärer. Wenn er das so sagt, das wird schon so passen. Geht mit Karte? Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen auch mit in der Show. Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch mit einem kräftigen Moin Moin. Und ich begrüße euch mit einem saftigen Rabatt bei Rhino Shield. Bis zum 5.1. habt ihr noch Zeit. 15% Rabatt mit dem Code RANDY15. Das hier, verehrte Zuschauer, sind die sichersten, schönsten, stabilsten und zuverlässigsten Handyhüllen. Ihr habt eine riesen Auswahl von verschiedenen Designs. MagSafe-kompatibel sind die Handys auch. Günstiger bekommt ihr diese hochwertigen und gut verarbeiteten Handyhüllen in Zukunft nicht mehr. Und wie ich euch schon vor kurzem gesagt habe, das hier ist ein iPhone, wenn ich sie hier rauskriege, 12 Pro Max. Sieht aus wie neu. Das hier ist ein iPhone 15 Pro Max. Ne, 15? 15 Pro. Sieht man wirklich keinen Unterschied, würde ich sagen. Die Handys sehen beide aus wie neu. Wenn auch du so eine schöne oder so eine schöne, aber auch gleichzeitig sichere Handyhülle von Rhino Shield willst, dann nutz gerne den ersten Link in der Videobeschreibung, mit dem du direkt auf die Website von Rhino Shield kommst und mit dem Code RANDY15 sparst du dir 15% auf deine Bestellung. Vielen Dank an Rhino Shield für die Unterstützung der Videos und auch ein dickes Danke geht an euch raus, weil ihr natürlich mit euren Bestellungen die ganzen Videos und mich unterstützt. Dahin. Randy ist jetzt hier in meiner Stadt und ich habe gesehen, dass der letztes Mal schon da war, aber an zu schönen Ecken. Deswegen habe ich den hier zum Plärrer gebracht. Also normalerweise ist es so, dass am Hauptbahnhof so der ganze Trubel ist und wo die ganzen so chillen, aber es ist hier diesmal. Das ist so diese, wo du so schnell weggehen willst und so einfach dich so ein bisschen ekelst, Digga. Also in London oder New York gibt es da so Chinatown. Ja. Das ist hier so Kotentown. Hier dann so um die Ecke ist ist so ein, wie soll ich das sagen? Ja, ich glaube nicht, dass er von Kurden betrieben wird, aber ein Kollege hat mir erzählt, was da drin abgeht. Das sind so mehr die... Ist das so die roughe Gegend der Stadt jetzt hier, oder was? Ja, geht. Nochmal Südstadt auch nochmal, aber ich sag dir offen ehrlich, Nürnberg hat keine... Okay, also, aber ist ja eh besser so. Ja, ist besser ist so. Besser. Also, du bist sicher hier in der Stadt, ja? Nürnberg an sich, ich sag dir ehrlich, underrated. Der Weihnachtsmarkt in Nürnberg und nur in Dresden, irgendwie die einzigen beiden sind, die man Christkindlmarkt nennen darf, official. Ja. Das stimmt, ja. Wir haben letztes Mal so einen Preis gewonnen, 2018, für den schönsten Weihnachtsmarkt auf der ganzen Welt sogar. Laber nicht. Nein, stimmt nicht. Okay. Hätte sein können. So random Städte flexen mit so random Sachen. Ja. In Lübeck gibt es zum Beispiel so Marzipan, die sagen so, ja, wir sind die Marzipanstadt. Und Nürnberg ist so Lebkuchenstadt, Bratwurst und der Christkindlesmarkt, den pushen die halt des Todes. Hier natürlich der Main-Spot von ganz Nürnberg. Die Studios von... Ey, das letzte Mal habe ich es nicht geschafft, da reinzuschauen. Ich wollte da unbedingt reinschauen. Zu rein? Mhm. Komm, Omid, wir kaufen etwas, verlosen wir an die Community. Echt? Ja, ich kaufe etwas. Okay. Was nehmen wir? Ich würde sagen, das Billigste, oder? Bro, du suchst es aus. Ich suche aus? Du suchst aus. Also, ihr macht es einfach so. Ihr schreibt einen Kommentar und schreibt euer Instagram in den gleichen Kommentar. Ja? Und dann werde ich mich darum kümmern, dass ihr diesen Pulli bekommt. Schaut bei Omid vorbei, schaut bei Randy vorbei, lasst ein Abo da. Bruder, wenn du 1,80 bist, trägst du doch kein M. Oh. Ja, was sonst? L? Safe, oder? Ich trage zum Beispiel L, aber die fallen schon oversize hier aus. Holen wir dann später. Ja, dann lege ich ihn zur Seite. Okay. Danke, Bro. Also wir sind hier jetzt beim Atlantik-Döner angekommen, wo ein, ich weiß nicht, Konkurrent oder Kollege? Seid ihr Konkurrent oder Kollege? Was ist Holle für dich? Also das sind die ernstzunehmenden Foodblogger alle, okay? Bei mir geht es mehr darum, dass die Leute Spaß haben. Okay. Eigentlich keine Ahnung, aber bist witzig. Genau. Okay, okay. Der war hier testen und hat dir eine sehr, sehr gute Bewertung gegeben. Ja. Meiner Meinung nach auch relativ gut. Vom Geschmack her ist schon gut, aber jetzt nichts. Okay. Was sagst du so überhaupt zu Berliner Döner? Mit so viel echt? Ja. Beste Döner in ganz Nürnberg, der heißt einfach Berliner Döner. Das sieht irgendwie voll cool aus. Normalerweise ist hier nicht so viel los. Und jetzt siehst du das hier so voll. Kann ich so tun, als wenn ich so sage, also
Jetzt ist was los? Rüber. Ja, ja, als wenn in Nürnberg was gehen würde. Ich war ja auch an dem Sonntag da, Bro, da war wirklich so, so Heuballen sind so. Aber es hat auch was. Nürnberg, wir sind doch da. Vielleicht esse ich so eine Bratwurst-Semmel irgendwo. Dir, Bruder, kann sein. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Also ich sag ich mal so, wie es ist. Ich war jetzt schon mit ein paar Leuten unterwegs, aber Omitz wird ja öfter angesprochen als weiß was ich wer. Ist halt auch die Stadt, von wo ich komme. Ne? Ja, ja, ja. In München werde ich am wenigsten angesprochen. Ja, weil München einfach auch ganz sind, Bro. Ja, stimmt. Die gönnen dich. Ne? Ja. Ja, das ist die Lorenzküche. Das ist der Main Spot. Wenn du ein bisschen auf Tinder unterwegs bist, wo du dich triffst. Ich fühle mich wie so ein Touri, Bruder. Ja, Bruder, aber ist ich doch sag gut. Ehrlich, normalerweise bin ich eigentlich nur zu Hause. Es gibt Glühwein und Feuerzangenbowle ist eigentlich, wird es in so einem Kelch mit Feuer gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen. Aber Bro. Ich hab gedacht, das ist so ein Lachs. Lachs, ein Getränk. Es gibt auch einen Lachs, das heißt auch so ähnlich, so Feuerzangen. Flammenlachs heißt es. Komm, weil wir ist es dein Ernst? Flammlachs und Feuerzangenbowle. Ja. Okay, wir checken jetzt die größte Feuerzangenbowle auf der ganzen Welt. Diese in Nürnberg. Und das ist das Gefäß? Ja, genau. Das okay. 9000 Liter reicht. Das machen wir natürlich nur aus Bildungs... Wie sagt man? Bildungszwecken. Bildungszwecken, genau. Ich habe dir zwei Pfandmarken gegeben. Das schmeckt eigentlich wie Glühwein, muss ich ehrlich sagen, oder? Was ist der Unterschied? Sag mal. Weißt du das? Mehr Alkohol, das war's? Und andere Alkohol. Was für ein Alkohol? Rum. Rum? Ah, Glühwein, oh mein Gott, ja. Was ist bei Glühwein drin? Genau. Wein. Ja. Welcher Wein? Roter Wein. Echt? Du kannst auch weißen Glühwein nehmen, dann hast du weißen Wein. Es gibt weißen Glühwein? Yes. Spürst du auch schon? Bruh. Oh mein Gott! Was gut, Maji? Lange nicht mehr gesehen, du hast ja ewig her, gell? Ja, ist ewig her. Wie geht's uns? Den Kerl sehe ich kaum. Okay, nach Nürnberg, Digga, geil. So, Ladies and Gentlemen, wir sind auf jeden Fall weiter zu Fuß auf dem Weg. Also Nürnberg an sich ist bekannt für Lebkuchen, ne? Ja. Aber Wicklein ist so eher Nummer 2. Also wenn, Touri. Wenn du München bist, ist Wicklein so zum Beispiel 1860. Aber... Wir gehen zu Lebkuchenschmidt, was so eher Bayern München ist. Ich bin absoluter Bayern-Fan, 1860, ne. Das sieht aus wie eine Apotheke irgendwie. Bist du Lebkuchen-Fan? Nee. Nee, ich auch nicht. Aber sagen wir auch mit dich. Nein. Oh. Hey. Es liegt sehr geschichtlich hier drin. Bist du Lebkuchen-Fan, oder? Ja, natürlich. Ja? Also ich mag Lebkuchen. Okay. Guck mal, ein Stück 3 Euro. Ein Lebkuchen 3 Euro? Die bezahlt. Bratapfel? Das hört sich schon am besten an. Wenn wir schon hier, dann müssen wir auch die richtigen holen. Dann müssen wir uns beraten lassen. Was verbindet dich eigentlich mit Nürnberg? Ich bin hier geboren. Du bist in Nürnberg geboren? Yes, sir. Also original Urgestein. Ich bin bis ich hab hier sogar gespielt, ja. Von Nürnberg nach L.A. straight gewechselt? Nein, von Fürth. Yeah. Noch besser. Ich habe Wechsel gemacht von München nach Wien. Ich hätte auch was zum Probieren, wenn Sie möchten. Nee. Okay. Und zwar mit Vollmilchschokolade. Okay. Aber zum Schmecken unsere Lebkuchen zum Beispiel. Okay. Das ist dann zum Beispiel Zucker. Ich bin doch wieder Lebkuchen-Fan jetzt. Boah, ich finde ihn sogar wirklich sehr, sehr lecker. Ja, ja. Ist richtig gut. Das sind die Lebkuchen, die du gerade probiert hast, bloß mit Zuckergloss. Die sind auch schön soft gewesen, muss ich sagen. Super. Das sind die besten, ne? Sehr ehrlich? Ja, das sind die besten. Boah. Viel besser. Super. Das Ding ist krass. Ja. Da kann man sagen, was man will. Das ist richtig lecker. Ich glaube, auch damals haben meine Eltern immer auch Lebkuchen-Schnitt geholt, aber da gab es so zwei Vollmilch, zwei die und zwei so ohne Glasur, glaube ich. Oder dunkle. Und bei, so braune waren das. Kennst du die? Mit Nuss und so. Wir haben uns immer, unter meinen Brüdern, haben wir uns immer mit unter denen gestritten. Ja. Wir wollten immer nur die haben. Wie weiße Haribo und so. Genau. So, das sind die weißen. Was? Sagst du mir gerade, weiße Haribo sind die besten, oder was? Ja. Welche denn dann? Rote. Ah, okay. Das können wir auf jeden Fall mal gerne in den Kommentaren ausdiskutieren, aber für mich war immer weiß. Okay. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen. Das ist so anstrengend. So hier hoch jetzt? Ja, Digga. Oder ihr seid doch hier beide Fußballer. Du warst auch Fußballer, oder? Steil, Digga. Das wird sich auszahlen, denn die View auf Nürnberg ist cool, muss ich sagen. Außerdem oder? Ist gerade Off-Season. Off-Season ist tot. Off-Season haue ich schon alles rein, was zu essen gibt. Ah, okay. Das haben wir das letzte Mal gar nicht gemacht. Ich habe jetzt wirklich gedacht, dass der Weg weiter ist, bin ich ehrlich. Das hat 6 Minuten gedauert. War schon anstrengend, Digga. Dieser steile Weg nach oben war schon sehr anstrengend. So, jetzt, gell? Ihr zwei. Man sieht halt direkt, dass es so ein Touri-Ort ist, ne? Also hier sind schon sehr, sehr viele Leute. Aber wenn die wüssten, wer gerade hochgekommen ist. Timothy Tillman from LA. Ja, ja, so, ich sag mal so, irgendwie haben wir auch gerade richtigen Moment erwischt, oder?
solchen Szenen muss man sagen, auf Kamera kommt das nicht so krass. Ist halt wirklich so, gell? Es sieht viel romantischer aus, es lohnt sich jetzt nicht mal davon ein Foto zu machen. Ich vermisse gerade meine Ex-Freundin. So romantisch ist es hier. Wow. Wow. Das ist meine Stadt. Ja, da kann man stolz drauf sein. Schöne Stadt. Ist schöne Stadt. Fertig aus, Leute. Ja, die LA Stadt. Oder Nürnberg? Sorry, Bro. Man muss schon sagen, dass das hier so eigentlich der Main-Spot von Nürnberg ist. So. MPC-Abend von klassischen Nürnberger Leuten, die so zwischen 18 und 22 sind. Einfach hier treffen, ja. Vor der Café-Bar Barcelona. Ja. Also hier, kannst du mal kurz zeigen? Oder zeig ich okay, gleich. Okay. Weiß nicht, 23.30 Uhr, bisschen was trinken. So Vortrinkspot ist das für die, ja, Jüngeren? Genau, okay. Genau. Check. Dann hier einfach Mach 1 versuchen reinzukommen. Mach 1 ist so ein bisschen diese mit Anzug feiern gehen und so, gell? Ja, diese, ja. Entrepreneur auf Instagram? Nee, geht so. So okay. Halb. Kommt drauf an, was für eine Veranstaltung dort ist. Aber ansonsten gehst du eigentlich dahin. Und aber guter Laden, würdest du sagen? Nee. A few moments later. Das ist jetzt der Kinderweihnachtsmarkt hier, oder? Gibt's in L.A. Weihnachtsmärkte? Gibt's da? Ich bin schon am 5. aus L.A. weg gewesen wegen dem Finalspiel und dann. Und ihr könnt euch auch freuen. Im Januar werden wir diesen Mann wieder besuchen gehen. Für 2-3 Wochen. LA Baby. Ein Backfisch mit Remoulade, bitte schön. Ja, ja. Fisch und Chips von Deutschland. Backfisch. Beides mit Remoulade, ja? Yes, ma'am. Ja, 6 Euro, ja? Ist das Karte? Alles mit Karte? Ja. Nein, ich hab. Lass mich doch bezahlen. Bruder, du bist da hergekommen. Eine Aufgabe. Jetzt filmt. Randy sagt gerade zu Timmy, er soll kurz filmen. Wir beißen ab, wir geben unser Feedback. Er hat einfach nicht gefilmt. Auf jeden Fall, diese Backfisch-Semmel ist super lecker. So, bei Omid ist mal alles 10 von 10. Er isst gerne 30 Tage im Monat ist ein Yum-Yum. Nein, Bruder. Ja. 20. Mhm. Yum-Yum ist aber lecker. Kann man? Ja. Junge. An alle Nürnberger, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare unten reinballern. Aber diese Semmeln, die ihr habt in Nürnberg überhaupt, egal was du mit Semmel isst, ist immer lecker. Weckler. Wer zu einer Semmelbrötchen sagt, hat das Leben nicht verstanden. Semmel hat auch manchmal eine andere Bedeutung bei uns. Was? Ja, du Semmel. Du Semmel? Ja, ist eine Beleidigung bei uns. Ja. Ja? Depp, sagen wir so Depp. Nutella. Einmal Vanille und einmal normal. Und dann also ein Quarkbällchen, ich weiß nicht, ob man Quarkbällchen kennt, aber eins ist gefüllt mit Nutella, eins ist gefüllt mit Vanillepudding und eins ist normal. Welches, willst du das nehmen? Bitte Nutella. Das ist nicht Nutella. Nee, ne, das ist niemals. Das unterste ist Nutella, glaube ich. Ich glaube, das hier, was ich in der Hand habe, ist Nutella. Das ist normal. Normal ist auch okay. Normal ist Stamm. Ich will nur nicht Vanille. Willst du keine Vanille? Ja, ich habe Nutella. Ja, ist gut. Ich höre es gut. Dann nehme ich Vanille. Randy, probierst du Nutella? Nein. Echt? Warum? Nein? Ja. Na, ich kenne nicht. Vanille ist Quatsch. Vanille ist es nicht. Aber ansonsten cool. Aber Quarkbällchen, 10 von 10. Super süßer Snack. 10 von 10? Ich schwör dir, ja. Ich könnte jeden Tag fressen. Aber halt keine mit Vanille, sorry. Ich weiß nicht warum, aber es ist ein angenehmer Teig einfach. Ich weiß, was du meinst. Die sind super lecker. Trotzdem, glaube ich, gehen Quarkbällchen auch noch besser. Die sind ein bisschen trocken. Ja, bisschen mehr Juice. Ja, 100%. Ja? So schmecken die immer. Okay. Ist was essen, danach schauen wir mal, oder? Alright, cool. So, folgender Plan, Ladies and Gentlemen. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr zügigen und attraktiven Tag heute gehabt, so bis auch jetzt. Abwechslungsreich. Ja, genau. Und ich habe auf jeden Fall noch andere Sachen kennengelernt. Jetzt werden wir noch kurz den Hoodie abholen, den wir, so gesagt, für euch da draußen verlosen. Nicht vergessen, mitzumachen. Und dann zeigt uns Omid noch auf jeden Fall seinen Go-To-Döner. So kann man es, glaube ich, gut beschreiben. Ja, wenn ich einen auswählen müsste, dass es noch einen Dönerladen in Nürnberg geben würde, dann würde ich sagen, dass das der ist. Ja. Okay, cool. Aber das ist logisch denken. Ja. In Hannover regnet es an Mitternacht. Um Mitternacht. Ja. Oder was? Ja, Mitternacht. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 48 Stunden später in Berlin die Sonne scheint? Ich gebe dir 3 Antwortmöglichkeiten, okay? Nee, warte mal. 48 Stunden? Ja. Was hat das mit Hannover und Berlin zu tun, Bro? Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, also wenn in Hannover an Mitternacht es regnet, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 48 Stunden später in Berlin die Sonne scheint? 3 Antwortmöglichkeiten. Es geht nicht. Warum? Die Sonne kann nicht scheinen, Bro. Warum?
Weil es Mitternacht ist. Okay, stark. Okay, zum Glück. Sonst wäre das eh nicht ins Video reingekommen. Einmal so durch diese Experience. Was isst du für ein Fleisch? Boah, ich esse eigentlich alles. Du würdest den genauso essen, wie ich ihn esse? Ja. Oder du hast du irgendwelche Special-Wünsche? Ich esse ihn immer ganz klassisch mit allem. So, aber hast du irgendwas, also wenn du da mir jetzt Trüffelsoße reinmachst, Bro, dann bin ich sauer. Wir machen Granatäpfel rein. Nein, das ist cool. Okay. Jalapenos tun ja auch manchmal rein. Ja, aber Jalapenos finde ich ein bisschen zu viel. Ja, okay, danke. Aber Bruder, ich gehe halt mit dem Kopf rein. Ich zahle hier, glaube ich, keine Ahnung, 7 Euro, dann tue ich auch alles rein. Zwei Döner. Nee. Es gibt einmal einen Hähnchen-Dönerspieß mit Gemüse und dann gibt es nochmal einen Kalb-Dönerspieß. So. Ich finde, es sieht legit aus alles. Es taugt mir. Ey, ganz kurz, ist dieser Hähnchenspieß der mit Gemüse? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Ist der andere ist doch Kalb, oder? Der links. Der links ist Kalb, ja. Okay, nimmst du immer Kalb, ja? Nee, immer Hähnchen. Mit Gemüse. Wie mit Gemüse? Der dazwischen ist Gemüse. Zwischen echt? Fleisch. Siehst du das nicht? Hey, krass. Das ist aber neu dann, ja. Würdest du sagen, also, was ist besser? Hähnchen oder Kalb? Beides besser. Beides besser? Beides besser. Es könnte viel Hate geben. Warum? Einmal wegen dieser Konstellation. Weil da Röstzwiebeln zum Beispiel drauf sind. Ja, Bro, aber schmeckt das dir nicht so? Doch. Ja, also, wer will da hinter dem Bildschirm meckern? So. Ja. Du isst ihn gerne so, Bro. Ich bin heute hier in der Stadt wegen dir. Wie soll ich den essen? Das wäre der erste Minuspunkt für mich. Die machen schön, dass man den Döner gut sieht und alles, was drin ist. Aber die Eatability stark. Ist nicht so. Ja, das ist ein mieses Gemüse jetzt, gell? Geil, da wird so viel weglaufen. Ja. Ja. Ich will erst von dir hören, dass er immer so ist, wie er ist. Okay, geil. Okay, es geht sogar. Mhm. Ey, ich schwöre, der ist gut zusammengegangen, Bro. Da sind Pommes drin, oder? Kartoffeln. Bleib mir nicht. Ich sag mal ehrlich, schmeckt gut. Machen wir noch ein paar mehr Bisse. Ich finde nicht schlecht. Das ist so dieses zu. Weil ich jetzt neben dir sitze. Sagst du das ehrlich oder was? Mhm. 100%. Aber ich bin jetzt auch nicht hier reingegangen und habe erwartet, dass der Döner mein Leben verändert. Nürnberg-Verhältnis ist halt richtig. Also gibt es hier ziemlich viel schlechte Döner. Genau. Das ist halt. Ich finde so ein bisschen, auch wenn da jetzt Granatapfel drin ist, okay, dass er so leicht sauer schmeckt und so, bist du dieser Döner, den du kennst aus deiner Kindheit. Der hat früher so, ja, ich finde schon. Unten wird der übelst fettig jetzt sein wahrscheinlich, oder? Was ja. Hast du für Döner in deiner Kindheit gegessen? Bruder, ich hab München. Weißt du, wie schlecht Döner in München ist, Bro? Ja, wie hier halt. Nein, hier ist es safe besser. Echt? Bro, München ist Schafskäse, habe ich früher nie reingemacht, weil war zu teuer. Ja? Ja, nie. Diese 1 Euro habe ich mir immer gespart. Brot zerfällt, bisschen Hälfte vom Döner fällt raus, aber egal. Ist. Kann man machen. Wir sind hier auch noch voll oldschool, was so. Diese Stempeldinger haben die auch noch. Kennst du die von damals? Boah, 10 Döner, 11 umsonst. Boah, aber das finde ich geil. Ja, schön. Vor allem, die machen dadurch gar kein Minus. So. Aber das ist geil für den Käufer. Sure. Weißt du, was ich auch liebe bei Five Guys? Dass sie dir einfach so Pommes in die Tüte reinhauen. Ja. Es fühlt sich einfach besser. Und du weißt warum, ne? Nee, warum? Dass du das Gefühl hast, du hast mehr, als du bezahlst. Ja. Das ist geil. Weil es eigentlich auch so teuer ist. Mäßig. Ja, ja. Es ist böse teuer. Du gehst zu dritt, Burger essen, 100 Euro weg. Oder ich bin alleine gegangen, ich habe 30 Euro gezahlt. Ich schwöre. Ja, so wirklich Pommes drin. Ja, bin gedacht. Jalapenos müssen raus. Pommes müssen ein bisschen raus, weil Brot und Kartoffel ist nicht so meins. Und. Granatapfel finde ich geil, nur diese Konsistenz mit diesem Kern, dass du da immer so komisch drauf hast, regt mich auf. Ansonsten ist es ein legiter Döner, ist schön sauer, das Fleisch schmeckt gut. Aber ist nicht der beste Hinweis. Aber Randy auch der Erste, der zu seinem Döner Wasser trinkt. Warum nicht? Darf man kein Wasser? Leg mal weg. Sorry. White wait. Er ist ja auf diesen Namen aber gekommen. Vita Wade. Was heißt Wade? Oh Gott weiß, Bruder.
Kaktusfeige. Omid, als erstes mal, danke für deine Zeit heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich fand den Döner sehr geil, so passt für Nürnberg. Leute, ihr alle aus Nürnberg, schreibt gerne rein, ob Omid hier einen guten Döner gewählt hat oder nicht. 6 Euro davon auch nicht vergessen, sehr, sehr günstig. Danke Randy fürs Kommen nach Nürnberg. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was zeigen, die Stadt so unterhaltsam wie möglich anzubieten. Du bist jetzt gekommen nach Nürnberg, das heißt, ich muss auch mal nach Wien kommen. Wann? 2024. Inch, Bro. Bruder, du hast 300, über 365 Tage Zeit. Nee, 365. Ja. Das wirst du wohl schaffen. Ja, safe. Okay. Vorbeischauen bei Omid. Schreibt einen Kommentar. Vergesst den Hoodie nicht. Hier haben wir ihn gekauft. Yes. Und ja, danke Nürnberg. Schönen Abend. Zu leid. Ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Nutz gerne den ersten Link in der Videobeschreibung, mit dem du direkt auf die Website von RhinoShield kommst. Und mit dem Code RANDY15 sparst du dir 15% auf deine Bestellung.